Gleich bei uns zu Gast zwei Musiker, die sich schon seit 25 Jahren kennen, also schon aus ihrer Kindheit. Aber zusammen als Duo tritt Hermann jetzt erst seit 2 Jahren auf. Die Newcomer-Band aus Leipzig will jetzt auch in Bayern für Furore sorgen. Emanuel und David kennen sich in- und auswendig und vertrauen sich blind, auch musikalisch. Seit gut 20 Jahren stehen sie zusammen auf der Bühne. Jetzt nennen sie sich Hermann. Woher der Name kommt? So heißt der Hund von Emanuel, ein Königspudel. Die Newcomer-Band mit dem Pudelnamen steht für lässigen Pop. Mit ihrer ersten Single Ich bin raus will das Leipziger Duo jetzt selbst ganz groß rauskommen. Hauptsache bergauf, schon mal schön. Herzlich willkommen in der Abendschau, Emanuel und Daniel. David, jetzt hatte ich 3 Namen im Kopf, weil Hermann wollte ich auch noch sagen, ja. als Band. Ja. Und zwar 2 Fragen. Wie kommt man dazu, den Hund Hermann zu nennen und dann auch noch die Band nach dem Hund zu benennen? Das musst du sagen, Emanuel. Ich wollte immer einen Sohn haben, der Hermann heißt, weil ich immer dachte, das wird so ein Lausbub, wie ich das war, und den muss man gut schreien können, wenn der irgendwo wieder auf dem Spielplatz oder sowas, genau. Und da dachte ich so, Hermann! Und da ich aber, weil meine Geschwister haben schon 15 Neffen und Nichten mir geschenkt, und dann muss ich nicht noch mehr dazu beitragen, deswegen ist das abgeschlossen, aber es heißen alle anderen Kinder Hermann. Okay, und der Hund auch. Der Hund und die Band. Ja. Ihr auch. Das ist ja, 2 Jahre ein neues Baby von euch, aber ihr kennt euch auch schon aus dem Sandkasten, oder? Ja, so ungefähr. Vielleicht nicht ganz aus dem Sandkasten, aber ein bisschen später. So mit 12 haben wir uns kennengelernt. Ja, nee, genau. Noch früher. Nee, ich war 12, als ich aus nach Celle kam. Ich mit 12. David war noch 11. Und ihr seid nicht immer einer Meinung, aber das ist ja auch schön. Ja. David war noch 11. Ja. Und damals schon gemeinsam getrommelt? Ja, wir haben erst zusammen bei Davids Onkel beide Gitarrenunterricht genommen. Ich war sehr faul, er war dann sehr beflissen und hat dann mit dem Gitarre weitergemacht. Ich habe dann mir ein Schlagzeug zugelegt und haben wir eigentlich im Proberaum unsere Instrumente gemeinsam gelernt. Ja, und so hat sich das halt bis heute gezogen. Auch wenn wir mal verschiedene Projekte hatten, wo jeder woanders mitgespielt hat, aber grundsätzlich haben wir immer zusammengespielt. Ja. Dann leg doch mal los, würde ich sagen. Alles. Ja. Simpler, schöner Titel. Wir wollen ihn hören. Alles heißt der Song. Bist du bereit? Klar. Du hast zu viel vor mir neben mir und jemand stupst dich an. Ist das alles? Du läufst 4 vor, drehst dich um, siehst aber nur 2. Ist das alles? Ich sage 4, 2, 0 und los. Das Ding, was in dir steckt, machen wir jetzt groß. Wir haben viel vor, komm mal her und hör mir mal zu. Wir machen alles. Komm, wir machen alles. Alles ein bisschen größer. Komm nach vorne, von hier siehst du mehr. Oh, oh. Komm, wir machen alles. Alles ein bisschen schöner. Und weil es so schön ist, wollen wir gleich noch mehr. Wir machen alles, alles ein bisschen schöner. So, so viel schöner. Oh, oh. Schönes Motto in dieser Zeit. Wir machen alles ein bisschen schöner. Ihr wart auch mal mit den Sportfreunden Stiller unterwegs, oder? Damals, die sind ja in Bayern hier auch Ikonen. Irgendwo. Eine Hausmarke. Gerade in München. Oder? Hausmarke ist ein schöner Begriff. Ja, habt ihr noch Kontakt, oder? Nee, also ich hätte gern Kontakt, weil das coole Jungs sind. Ich war von deren Vorband der Roadie. Die hießen damals CNR und genau. Und, aber die Jungs haben uns, das war einfach toll. Also ich kannte die ja auch so eigentlich fast aus meiner Jugend. Die sind ja so ein paar Jahre älter. Mhm. Da war ich so, ich habe Abi gemacht, da hatten die, glaube ich, ihre ersten Hits. Und genau. Und dann mit denen einfach, das war cool. Also die, ja. Und ihr wart auch Jungs. Oft in München zu der Zeit? Ja, ich war, also jeder von uns. Ja, jeder. Aber auch, wie gesagt, schon mit anderen Projekten unterwegs gewesen. Aber das mit Sportfreunde Stiller, da war ich nicht dabei. Das war Emanuel, wo er mit denen unterwegs war.
Aber ihr habt eine besondere Beziehung zu Bayern oder schon einiges erlebt hier? David hat... Ja, schon häufiger, wie gesagt, mit irgendwelchen Bands oder so. Und das, was ich mit München verbinde, ist auf jeden Fall, dass wir immer auch... Dass die Freunde? Dass unsere Freunde, unsere Kollegen uns immer herzlich begrüßen hier. Und wir grundsätzlich kontrolliert werden. Sobald man in den Bandbus reinreitet, wird ja, man irgendwie kontrolliert. Einmal muss man auch auf die Waage noch mit drauf. Und, aber natürlich immer erfolglos alles. Grüße an die Kollegen von Grün-Weiß München, habe ich verstanden. Sehr gute Arbeit. Danke euch, Hermann. Sehr aufmerksam. Jetzt geht es weiter mit der Rundschau. Die Kollegen schauen nach Österreich. Da wurden die Corona-Lockerungen ja teilweise wieder zurückgenommen. Mehr dazu jetzt von Ursula.